Das ist fast überhaupt nicht gestellt. Na, voll nicht. So, hi zusammen. Wir machen jetzt ein kurzes Interview mit Alexandra Völker. Hallo. Genau, deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr im Bild, sondern Alexandra. Unsere Manga-Königin, die jetzt einen Manga-Workshop macht und einfach erstmal ein bisschen erzählt, wer sie ist, wo sie herkommt und warum und überhaupt. Hallo und herzlich willkommen hier in der Mediathek, für mich das erste Mal. Und wie mein lieber Kollege mir schon vorgestellt hat, mein Name ist Alexandra Völker, ich komme aus Hamm, also es ist schon ein Stückchen Anfahrt. Und ich mache solche Manga-Bücher. Und heute habt ihr die Möglichkeit, mir ein bisschen über die Schulter zu schauen. Und ich erkläre euch Tipps und Tricks aus der Manga-Welt und zeige euch, wie man super schnell Manga-Figuren zeichnet. Und am Ende der Veranstaltung haben wir hoffentlich alle gemeinsam solche coolen Lesezeichen. Entweder in Schwarz-Weiß, mit Buntstiften, und da muss ich jetzt darf ich jetzt die Marke nicht zeigen? Natürlich nicht, nein, wir machen ja keinen Schleichwerbung, nein. Ja, oder mit Aquarellfarben. Oh Gott, das ist auch, also hier sind überall Marken, ne? Da müsst ihr jetzt einfach die Augen zumachen. Und, wie bin ich auf Manga gekommen? Ja, voll cool, denn als ich gerade eben in der Kinderbücherei war, habe ich nämlich meine allerersten Manga-Bücher auch schon gefunden. Da, Sailor Moon. Und dank Sailor Moon habe ich zu verdanken, dass ich überhaupt Manga-Fan geworden bin. Ja, als ich so ein kleiner Pupsi war in der Grundschule, habe ich Sailor Moon rauf und runter gelesen. Und irgendwann mal waren alle Bücher ausgelesen. Und dann dachte ich mir so, ja, fängst du jetzt mal selber an, Manga-Bücher zu zeichnen. Und dann hat es so gut funktioniert. Also, es hat natürlich nicht gut funktioniert. Ich habe auf Karo-Papier gezeichnet und mit Bleistift. Hey, hast du was gegen Karo? Das ist ganz schlimm, wenn du mir Ja, aber das, ich habe übrigens die alle noch, ne, meine ersten Manga-Skizzen, bis ich natürlich dann geschnallt habe. Aber hey, wie wär's, wenn du mal schwarz-weiß, ne, hier mit dem Pfeil immer was machst? Ja, und dann ging es irgendwie relativ flott. Dann habe ich mit 17 meinen jetzigen Verlag kennengelernt. Die haben nämlich so einen Talentwettbewerb veranstaltet. Das ist übrigens der gleiche Verlag, der Sailor Moon rausbringt. Was für ein fucking Zufall! Ja, ja, also Egmont, ne, hat mich schon mein Leben lang geprägt. Von wegen Marken und so. Ja, ach so, oh nein, Mist. Nein, alles gut, alles gut. Bist du jetzt gegen durch. Verlage haben wir gar nichts. Ja, alles Verlage gut. Mögen wir. Ja, und dann habe ich dann bei denen einen Platz belegt. Das war nicht mal der erste, ne, so. Aber die waren überzeugt, dass ich das kann. Und dann habe ich angefangen, Manga-Bücher zu zeichnen. Zurzeit sind schon 6 auf dem Markt. Also ein neues ist jetzt auch in Arbeit. Also alles voll geheim und so. Und seitdem ist das neben dem Studium mein Job, okay. Manga zeichnen. Coole Sache. Aber nicht nur zeichnen, sondern auch den Kiddies, so wie wir das gleich machen, Manga beibringen. Du züchtest dir quasi deine eigene Konkurrenz an. Ja, nee, das müssen wir auch machen, ja, weil Manga, früher hatten wir super viele Anime-Serien, die gelaufen sind. Heutzutage, die Kiddies, die schauen ja alle kein Fernsehen, sondern nur noch YouTube, ja, und dann ist es ein Zufall, wenn die mal Anime-Serien sich anschauen. Das heißt, ich bin hier auch als Manga-Vermittlerin da, um euch einfach so das Thema Manga näher zu bringen. Ja, dass wir sehen, wir haben nicht nur die coolen Anime-Serien, sondern auch die passenden Bücher dazu. Ne? Wenn ich hier schon mal bei Conan bin, ne, ist auch ein super Manga, ja, kann man sich hier auch ausleihen in der Mediathek. Als hätten wir dich gecastet. Genau, ja. Ganz großartig. Ja. Ja, und es heißt nicht nur Detektiv Conan sich anschauen, alle 200 oder 400 Folgen, keine Ahnung, also, ne? Ihr könnt aber auch euch hier One Piece oder Conan ausleihen. Das heißt, mein Anliegen ist tatsächlich, dass ihr anfangt, Bücher zu lesen, ne? Also nicht nur Manga-Bücher, es gibt auch richtig andere schöne Sachen, die man lesen kann. Hat auch die Mediathek. Hm? Zwinker, zwinker. Ja, und heute bekommt ihr einen kleinen Einblick. Ne? Das heißt, wir schauen uns an, wie Figuren aussehen, wie wir sie gestalten können und wie wir sie hoffentlich auch schnell umsetzen. Zwei okay. Tage lang. Coole Sache. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich komme mit der Kamera in 2 Tagen nochmal vorbei und wir gucken, was draus geworden morgen, ist. Morgen, ne? In 2 Tagen bin ich schon weg. In 2 Tagen, ja, also Hattingen. Morgen. Ja, okay. Gleich nochmal Werbung, Hattingen und so. Genau. Ja, ich komme auf jeden Fall, wenn die Ergebnisse da sind, mit der Kamera nochmal wieder und dann schauen wir uns das mal an. Ja, und folgt mir auf Instagram und auf Facebook, ja, Alexandra Völker. Okay, wir packen natürlich die ganzen Kontaktdaten und die ganzen Channels mit, mit in die Kommentare und machen da gleich was Schönes drauf. Ich stiefe gleich mal ins Büro und dann schneiden wir das und dann wird das alles cool. Okay, super, dann ganz viel Spaß bei uns. Danke. Noch sieht es hier ein bisschen leer aus, aber das ändert sich gleich. Voll. Okay, dann hab Spaß und bis in einem Tag. Ja, bis morgen. Bis morgen. Ciao.